So wunderschön. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen im Indoor Jungle. Dschungel. In dem Sinne. Ja, wir werden heute endlich hier drinnen weitermachen. Ich habe mich so sehr danach gesehnt. Es ist draußen bewölkt und kühl und nicht so schön. Und von daher freue ich mich, dass wir heute gemeinsam hier drinnen uns etwas ansehen und vielleicht auch etwas lernen können. Auf jeden Fall uns erfreuen an den wunderschönen Pflanzen. So, wir fangen an mit den Alocasia Amazonica Polly. Ja, damit wir da im Laufe des Jahres viel mitnehmen werden, schauen wir uns jetzt an, wie sich das Ganze so entwickelt und wie wir das Ganze hier weiter pflegen und welche Gedanken wir uns dazu machen, das Ganze in dem Sinne zu optimieren. Ja, denn bei der Düngung, da weiß ich noch nicht. Da bin ich ganz vorsichtig im Moment noch. Wir haben eigentlich fast gar nicht gedüngt bis jetzt. Eigentlich mehr oder weniger mit reinem Wasser gegossen. Jetzt in den Anwachsphasen der Pflanzen, die wir haben. Und von daher würde ich sagen, bleiben wir vielleicht dabei. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Pass mal auf, das heißt im Klartext. Wir fangen jetzt einfach an. Ne, damit wir etwas sehen können, denn oh, es gibt so viele schöne Sachen zu sehen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, aber wie gesagt, ich habe es jetzt gesagt. Ne, von daher schauen wir uns jetzt die Alocasia Amazonica Polly an. Diese befindet sich ja im Wachstum, die hatten wir damals gerettet, ne, macht ein neues Blatt. Wie gesagt, wurde bis jetzt nicht gedüngt, nur gegossen. Wir düngen jetzt auch nicht bei der Pflanze, weil sie noch ausreichend Wasser hat, denn der Wasserstandsanzeiger vom Seramist ist noch blau. Denn wir sind dazu übergegangen, die Pflanzen erst dann zu gießen, wenn sie wirklich Wasser benötigen. Und sie brauchen gar nicht viel. Kommen wir zum nächsten Schätzchen. Das ist die, die wir noch am Retten sind, denn sie war am Faulen gewesen. Die Knolle im unteren Bereich, die beiden Blätter sehen noch gut aus, das dritte Blatt ist kaputt gegangen, ist aber nicht so tragisch. Die Pflanze zeigt uns heute tatsächlich schon etwas, vor allen Dingen muss ich Wasser wechseln, das wird nämlich langsam trüb hier. Das sieht nicht so gut aus, ich drehe das mal so ein bisschen, ja gut, viel drehen kann ich jetzt gerade nicht, dass wir das vielleicht so schon mal sehen können. Das Wasser ist recht trüb geworden innerhalb von 2 Tagen jetzt, ich hatte jetzt also 2 Tage mal nicht gewechselt, das heißt heute der dritte Tag in dem Sinne. Heute werden wir wechseln, aber wir sehen schon auch Wachstum. Wir müssen genauer hinsehen, sonst bringt das nichts, Moment. So schaut das Ganze jetzt mal nah betrachtet aus. Das ist der Bereich hier von hier bis hier, der am Faulen war und tatsächlich auch immer noch am Faulen ist. Das ist also hier ist es nicht. Moment, wo war das denn jetzt hier? Hier ist das noch recht matschig im Moment. Ja, das ist hier noch matschig. Oh ja, bis hier oben hin. Ist so gegeben. Ne? So, das heißt aber nicht, dass wir es nicht trotzdem schaffen. Denn ab hier im Prinzip ist das Ganze mehr oder weniger im Neuaufbau schon. Wir sehen hier lauter Triebe, die sich herausschieben. Voraussichtlich entweder neue Pflänzchen. Wurzeln denke ich mal eher noch nicht. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Obwohl, warte mal. Moment, ich habe da gerade was gesehen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Warum sehe ich das denn jetzt nicht mehr? Wo war das denn jetzt? Moment, Moment. Da, jetzt, jo, jetzt kann man sehen. Hier, siehst du diese weiße Spitze hier vorne? Das scheint tatsächlich so zu sein, als wenn sich dort eine Wurzel herausschiebt, die also von hier unten, siehst du das dunkelgrüne hier, hier durchwächst und dann oben tatsächlich, so wie es aussieht, herauswächst. Ich werde da jetzt nichts öffnen oder dergleichen. Wir werden das gemeinsam weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Ich werde mir jetzt eine Bürste nehmen und den Bereich hier vorsichtig nochmal abbürsten und das Ganze dann wieder in frisches, reines Wasser stellen. Es scheint tatsächlich zu klappen, dass wir es schaffen, sie wieder zu beleben in dem Sinne. Das heißt also, vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn man den kompletten Bereich hier unten einfach abschneidet. Denkbar. Ich lasse es jetzt aber erst noch, weil, wie gesagt, da müssen wir noch Erfahrungen sammeln. Und von daher würde ich sagen, der Teil ist auch Matsche hier. Ja, das ist auch recht weich doch. Ja, also, wie gesagt, das müssen wir jetzt weiter beobachten. Ne? Aber insgesamt sieht das auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Vor allen Dingen, dass sich die Wurzel hier oben durchschiebt unter das Blatt her. Ne? Dass wir das schon mal so mitnehmen können. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie es mit der Polly hier weitergeht. Ich habe mir jetzt eine kleine, feine Bürste genommen. Die siehst du da vorne liegen. Ja, pass mal auf, die kennen wir aus dem Bonsai-Bereich. So schaut das Ganze jetzt aus. So it is, so it is. Alles, was weich war, habe ich jetzt rausgebürstet hier.
Das ist schon wichtig, aber man sieht, es ist ein ganzer Teil rausgekommen. Ne? Also ich gehe fast davon aus, dass es Sinn machen würde, sie abzuschneiden. Aber ich lasse es noch. Ne? Ich meine, die Pflanze erholt sich ja von selber, so wie wir sehen. Auch wenn der untere Bereich noch abstirbt in dem Sinne. Das, wie gesagt, Wasser wechseln, am besten jeden Tag, ganz klarer Fall. Und ab und zu die Knolle halt kontrollieren und säubern, um das Ganze dann, ne, zu unterstützen in dem Sinne. Das heißt also, sie kommt jetzt wieder ins Wasser. Ja, ist so, wie es ist. Ne? Mal gucken, inwieweit uns das gelingt. Auf jeden Fall schon mal genial anzusehen, dass das überhaupt sich hier im Wachstum befindet, im oberen Bereich. Ne? Also ich denke mal, die Pflanze selber, ob die nochmal ein Blatt herausschiebt, glaube ich eher nicht. Ich gehe davon aus, dass sie die ganze Kraft in die Vermehrung steckt. Ne? In die Ausbildung neuer Jungpflanzen in dem Sinne. Da gehe ich jetzt mal von aus. Aber das ist eine Geschichte, die müssen wir weiter beobachten. Das, ne? Können wir jetzt nur vermuten. So, das Glas habe ich gesäubert, heiß ausgewaschen. Nein, kein heißes Wasser drin. Und dann stellen wir das Ganze jetzt wieder ins Wasser, ins reine Wasser wohlgemerkt. Und ich fülle das jetzt auf, solange bis der Wachstumspunkt in dem Sinne oder die Wachstumspunkte so etwas im Wasser stehen. Ne? Dass die Wurzel auch, die sich, Moment mal, einen kleinen Schluck vielleicht mehr, die Wurzel herauswächst, dass sie dann nicht trocken liegt, sondern ins Wasser reinwachsen kann. Ja, okay. Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Sachen, wie wir wissen. Ne? Von daher beobachten wir das auf jeden Fall gemeinsam weiter hier, wie die Alokasia sich entwickelt, in der Hoffnung, dass sie überlebt. Aber wir können schon ganz, ganz viel mitnehmen aus der ganzen Geschichte. Sowieso, ne, sie mögen nicht nass stehen, die Knollen. Die dürfen nicht nass stehen, ständig nass stehen. Ne? Wenn sie einmal kurz nass stehen und dann erst wieder gegossen werden, wenn es sein muss, dann läuft's. Okay. Jetzt kommen wir zu den Babys. Yippie-yay. So klein sind sie. Daumen mal kurz hingehalten zum Größenvergleich. Wir sehen, das Substrat ist trocken. Ja, richtig trocken. Ich wollte es eigentlich gestern Abend gegossen haben, aber ich habe mir dann überlegt, nee, pass mal auf, das machst du morgen früh, damit du das auch zeigen kannst im Video. Ne? Also hier steht kein Wasser drin. Substratoberfläche ist also ja weiß. Die ist also wirklich richtig trocken. Ne? Da ist also kein bisschen Wasser mehr drin hier. Das ist komplett angetrocknet. Restfeuchte wird noch ein bisschen drin sein, wie man sieht. Ne? Also ganz bisschen, das ist aber wirklich minimal. Das Substrat ist also jetzt so trocken, dass es eigentlich in der Regel der Pflanze Wasser entziehen würde. Wie wir sehen, die sehen richtig gut aus. Dass wir das so augenscheinlich mitnehmen können, das ist nämlich das Wichtigste überhaupt, egal was man macht. Ne? Man muss wirklich sehen. Das heißt, wir werden sie heute gießen, nicht von oben, sondern von unten. Und wir gießen das jetzt auch wieder voll hier und lassen das dann so lange drin stehen, bis das Wasser wieder verbraucht ist. Ne? Und dann gießen wir erst wieder. Und das klappt also wirklich. Aber ich nehme den jetzt mal vorsichtig weg hier und hole den anderen oder die anderen. Die stehen schon etwas länger hier drin. So, gucken, wenn das so gelingt. Auch die brauchen Wasser, wie wir sehen, augenscheinlich. Ne? Untersetzer ist trocken und auch tatsächlich, ja, das Substrat ist auch trocken. Ne? Hier steht auch noch eine kleine mit drin. Also die brauchen auf jeden Fall auch Wasser. Also halten wir das auch hier im Anstau wieder dann. Ja, aber nur für eine gewisse Zeit. Ne? Also du brauchst Wasser nicht wechseln hier. Wir gießen das voll und lassen das so, wie es ist, ne, bis wir wieder gießen müssen. Das funktioniert tatsächlich. Bis dato. Ein ganz klarer Fall. Auch das müssen wir natürlich weiter beobachten. Und dann kommen wir jetzt zu den Schätzchen in der Selbstbewässerung. Ob es in der Selbstbewässerung auf Dauer funktioniert, das müssen wir erst noch herausfinden. Hier ist nur so gegeben, ja, dass die Oberfläche feucht ist, wie wir sehen, augenscheinlich, ne? Also hier ist tatsächlich immer Feuchtigkeit gegeben. Ich fahre mal ein bisschen tiefer. Hier steht das Ganze im Glasbottle. Kann man das sehen? Na, hier unten steht nur kleine Pfütze Wasser drin. Eine ganz kleine Pfütze und trotzdem ist das Substrat also tatsächlich feucht. Ne? Also das läuft soweit ganz gut. Aber wie gesagt, bei der Alocasia Polly insbesondere müssen wir gucken, inwieweit sie das abkann in dem Sinne. Ne? Wurzeln kann man auch sehen hier drin. Ja, vielleicht nicht so augenscheinlich jetzt. Aber auf jeden Fall, das funktioniert ganz gut. Können wir so auf jeden Fall schon mal mitnehmen, dass das läuft in dem Sinne. Pass mal auf, dann schauen wir uns jetzt mal Justus die andere noch an. Guck, ob ich das jetzt so hinbekomme hier. Die steht hier in der Selbstbewässerung. Art und Weise ähnlich. Hier halt im Töpfchen drin. Ne? Ach, guck mal, jetzt siehst du. Ah, bitte, bitte bleib stehen. Ja, hier siehst du jetzt auch den Wassertropfen. Sie, ups, weg ist er. Ich drehe mal vorsichtig, gucken, ob wir das noch so hinbekommen. Also daran kann man auf jeden Fall erkennen. Ja, siehst du wohl, dass die Alokasia mehr als genug Wasser hat, ne? Wenn sie also Wasserperlen ausscheidet in dem Sinne.
ne, dann ist ja vielleicht schon zu viel. Aber okay, aber das sind so Sachen, die müssen wir jetzt machen, mitnehmen, um ganz einfach etwas daraus zu lernen. Denn wenn wir jetzt alles so handhaben, wie wir es im Prinzip bei den Kleinen handhaben, bei den anderen oder auch bei den Größeren in dem Sinne, dass wir also erst gießen, wenn es sein muss, ne, müssen wir auch beobachten, wie es mit der Selbstbewässerung, also ständig feuchtes Substrat in dem Sinne. Wobei es ja nicht pitschi pitschi patschi nass ist, ne? Das Wasser muss ja nach oben gesogen werden, also von daher. Aber okay, ne? Wie gesagt, Theorie und Praxis sind immer ganz verschiedene Sachen. Also müssen wir auch das dann dementsprechend weiter beobachten. Und diese hier, da handhaben wir das jetzt so. Ne? Also Untersetzer vollgießen und erst wieder gießen, wenn tatsächlich es sein muss. Und dann kommen wir jetzt zum Düngen. Denn da weiß ich selber noch nicht wirklich, was Sache gegeben ist. Wir sehen hier ein kräftiges grünes Blatt. Die Pflanze wurde bis heute nicht gedüngt. Das Ganze war am 22.12. Oh Mann, das ist ja schon, wir haben schon April, Mitte April. Alter Schwede, das ist schon 4 Monate her, dass er hier hineingesetzt wurde. Es war eine Knolle, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Es hat also lange, sehr lange gebraucht, bis sie herausgewachsen ist damals. Die ist noch gar nicht so lange rausgewachsen. Das habe ich jetzt dummerweise nicht drauf geschrieben. Nur ja, nehmen wir auf jeden Fall so mit. Sie hat bis jetzt keine Nährstoffe bekommen. Ja, da bleibt abzuwarten. Ne? Wie viele Nährstoffe brauchen Sie, wann, in welcher Konzentration, mit welchem Wasser? Wie bekommen wir jetzt heraus, wie viel wir düngen können? Das heißt, wir müssen mal wieder experimentieren. Das Gerät lege ich mir jetzt irgendwo hin, wo ich es gleich auf keinen Fall vergessen werde. Weißt du Bescheid? Weil ich muss das dann nämlich auch hier, lol, voll liegen hier. Muss das, lol, alles, weißt Bescheid, voll. Aufschreiben, damit wir das nicht vergessen. Ganz wichtig. So, die Alocasia amazonica poli, können wir fast einen kompletten Film von machen bald. Die Babys, mit denen werden wir experimentieren. Wir haben jetzt hier zweierlei, einmal in Tontöpfen. Ne? Da werde ich jetzt einen von nehmen. Jetzt die Frage, welche? Das sind die Älteren hier. Nehmen wir einfach mal die Älteren. Ne? Die haben es bis jetzt ja ganz gut mitgemacht, aber Wachstum ist jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Ne? Und interessanterweise sind die auch grün, dunkelgrün. Ne? Gehen schon fast in Schwarzwald. Ich habe nämlich bei jemand anderen gesehen auf Instagram, der auch diese kleinen Knollen eingepflanzt hat. Das war, ich vergesse die Namen immer. Oh, sorry. Aber weiß Bescheid, ne? So, die hatte nämlich beim Austrieb der Blätter, beziehungsweise die kleinen Knollen, die ausgetrieben sind, tatsächlich diese gestreiften Blätter schon. Und bei mir sind sie green, ne? Weiß Bescheid. So, das heißt, ich muss ja eben nachmessen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ungefähr weiß ich es, aber ich muss es jetzt genau haben. Wir sind hier bei 350 Mikrosiemens im reinen Wasser, ohne Leitungswasser. Wir fangen klein an, ne? Wir tasten uns daran, um zu gucken, inwieweit das funktioniert. So, jetzt haben wir zwei in der Selbstbewässerung, einen habe ich jetzt nicht hier stehen, haben wir ja vorhin gesehen. Ne? Nehmen wir einfach den jetzt hier im Glas, ne? In der Selbstbewässerung, gießen das Restwasser raus hier und befüllen das dementsprechend auch mit der Düngerlösung bei 350 Mikrosiemens mit dem Compo Complete, den wir verwenden. Ne? Und dementsprechend, wie gesagt, Osmosewasser, also reines Wasser, ganz wichtig. So. Und da lasse ich mich jetzt mal überraschen, inwieweit sie sich im Verhältnis zu den anderen dann entwickeln. So, mal gucken, ob richtig, nee, von oben nicht gießen, ne? Besser nicht. Weil das ist ja nicht feucht, ne? Wenn man von oben gießt, dann ist es nass, das soll es noch möglicherweise nicht der Fall sein. Gucken, ein bisschen kann auch reinmachen, das ist richtig voll hier, dass wir also für lange Zeit das Schätzchen wieder versorgt haben. So, passt. So, dann können wir tatsächlich im Vergleich jetzt sehen, ne, wie sie sich entwickeln. Bleiben diese hier stehen und diese wachsen, Blattfärbung vielleicht verändert sich oder wie auch immer, können wir die Konzentration erhöhen im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, wir fangen da ganz vorsichtig an, wie wir es bei anderen Pflanzen auch gemacht haben. Da ist auf der sicheren Seite, ne? Okay. So, ich schreibe das jetzt erst auf, sonst verpeile ich das gleich wieder. Und dann kommen wir zu dem Schätzchen hier, der Moringa. Und da müssen wir überlegen, wie wir da weiter jetzt vorgehen. Er braucht etwas mehr, schwuppdiwuppdibär. So, Earl Sobeidis, hier ist Wasserstandsanzeiger ganz unten. Eine minimale Pfütze steht unten noch drin, das gieße ich mal eben raus. Und dann werden wir das Ganze gleich wieder aufdüngen hier bei der Moringa. Hier hat es ja etwas ganz Besonderes auf sich. Und zwar haben wir sie zurückgeschnitten, hier. Das ganze Stück ist jetzt nachgewachsen in der Zeit. Jetzt habe ich dummerweise nicht drauf geschrieben, war das am 6.2.? Ich muss mal nachgucken, wie lange das jetzt her ist. Und das ist doch wichtig, das mitzunehmen, denn wir wollen bei der Moringa herausfinden, wann wir sie wie oft zurückschneiden können, um sie zu verzehren, also zu essen, die Moringa. Ne? Und inwieweit sie vital bleibt, um ständig, stetig in dem Sinne, wieder auszutreiben.
Sie ist also so ein Stück, wie gesagt, gewachsen. Im Prinzip ist jetzt ja fast genauso groß wie vorher. Das heißt, rein theoretisch könnten wir sie jetzt wieder zurückschneiden und den oberen Teil verwerten und sie wieder zum Wachsen anregen. Das werden wir auch machen heute. Hör auf. Und die haben wir vor kurzem zurückgeschnitten. Das war die ganz große, ne, die auf dem Boden stand und dann schon also wirklich so groß war. Die hat mir zurückgeschnitten und sie ist wieder im Austreiben. Die Reststücke, die Abschnitte, die ich davon gemacht hatte, die im Wasser waren, die sind nichts geworden, die sind kaputt gegangen. Dass wir das auch mal mitnehmen kurz. So, das heißt, wir werden das Ganze jetzt befüllen. Hier nicht. Hier ist noch voll, das reicht noch. Aber hier. So, was geben wir denn heute dazu? Mal kurz gucken. Wir sind bei 600 Mikrosiemens. Wir könnten sicherlich noch ein bisschen erhöhen. Aber wir machen das Schritt für Schritt. Ne? Denn wir wissen ja auch, man kann ganz schnell überdüngen und das wollen wir ja nicht. Und von daher machen wir das Schritt für Schritt. So, voll ist er. Ja, also wir schneiden ihn wieder zurück. Aber ich würde sagen, ich hole es ein bisschen näher ran, dass wir das besser betrachten können. Und dann gucke ich mal kurz, ob das jetzt wirklich am 6.2. war. Damit ich das also auch ja, festhalte. Ne? Denn es ist doch schon ganz wichtig zu wissen, wie oft wir sie zurückschneiden können, um sie zu verwerten. Ne? Ich meine, sie ist gut ausgetrieben. Also das ist richtig gut, richtig gut. Hat ein bisschen Mangel... kriegt das jetzt so nicht drauf hier. Ja, die Blätter sind einfach zu klein. Hat ein bisschen Mangelerscheinung. Das kann man so vielleicht schon sehen im Bilde. Hier, ne? Das ist also leicht helles Grün, leicht dunkles Grün. Also die Adern sind dunkler als das eigentliche Blatt. Also wir müssen schon ein bisschen mehr tun. Von daher bin ich heute wieder auf die 600 umgestiegen. Okay, wir haben sie bei 400 bis 500. Wir wissen schon, dass wir sie mehr düngen sollten. Ich habe sie auch zwischendurch schon gemacht, aber ich gucke auch, was passiert denn, wenn? Ne? Jetzt wissen wir es wieder, ne? Weiß Bescheid. Also 600 auf jeden Fall, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber da muss ich doch kontinuierlich das jetzt bei 600 hier ansetzen. Oh, die macht es andauernd Peng. Ich habe nämlich vorhin von der Südseepalme einen Stern abgenommen. Ja. Okay, also, was wollten wir jetzt machen? Ach, zurückschneiden, Moment. Let's do it. So, wir sehen hier linke Hand das Blatt. Das ist richtig schön dunkelgrün. So sollten die anderen Blätter eigentlich auch sein. Ne? So, das zuerst herausgewachsene Blatt, dieses hier, das ist auch wunderschön grün geworden. Hier sehen wir den Rückschnitt, den wir durchgeführt hatten. Und dann fahren wir das Ganze mal ein kleines Stückchen höher. Hier sieht man jetzt Nährstoffmangel. Ich versuche das mal zu drehen. Nein, ich versuche, ich drehe es mal. Und dann können wir gleich auch sehen, wo wir das Ganze zurückschneiden. Ich schwenke noch mal kurz runter. Ich glaube, dann können wir es aber wieder nicht sehen. Ja, weil das ist auf der anderen Seite. Hätte ich es immer so. Und der ist so. Siehst du wohl. Ne? Da ist der Rückschnitt. Und hier oben. Och Mann, jetzt habe ich das Blatt wieder im Wege. Ja, ich kann es nicht ändern. Ist so, wie es ist. Ne? So, also wir lassen, würde ich sagen, ein Blatt stehen. Ich zeige es gleich nochmal, wenn es fertig ist in dem Sinne. Ne? So, wir schneiden es also oberhalb hier wieder ab. Und dann schauen wir mal, wie die Pflanze sich dementsprechend jetzt entwickelt. Hm. Hm. Achso, warte mal, Bild. Ich bin hier gerade mampfen. Vielleicht kriegen wir es halt so hin. Einmal drehen. Ja, so kann man es sehen. Ne? Nicht ganz. Oder doch? Ach, das ist ein Blattstiel wieder im Weg. Ist auch gar nicht so einfach. Oh, jetzt siehst du es, ne? Hier war der erste Rückschnitt und hier jetzt dementsprechend der zweite Rückschnitt. Na, gucken wir mal, wie die Pflanze sich jetzt weiterentwickelt. Das ist also cool. Also haben wir jetzt tatsächlich schon die zweite Ernte vornehmen können. Yippie-yay. Kommen wir jetzt nochmal zum Moringa. Ich habe gerade nochmal recherchiert, damit wir das augenscheinlich sehen können, was Tatsache gegeben ist. Also am 25.01. war die Aussaat, am 6.02. war die Keimung, am 8.03. war der erste Rückschnitt und jetzt am 13.04. der zweite Rückschnitt. Bei dem zweiten Rückschnitt nach knapp über einem Monat. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Bei dem Kandidaten hier, den haben wir jetzt am 30.03. zurückgeschnitten. Also knapp zwei Wochen ist das jetzt her. Da ist jetzt gerade der Austrieb im Gange. Das können wir so jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil er verkehrt rumsteht. Ja, kriege ich sowieso nicht scharf gestellt. Okay, müssen wir weiter beobachten. Auf jeden Fall hier eine coole Sache. Ne? Wenn wir tatsächlich so, ja, ich würde fast sagen, alle zwei Monate ernten können. Aber mal gucken. Auf jeden Fall, bis jetzt läuft es ganz gut. Da geht es. Die Studentenblume, die stinkende Schönheit. Ja, sie präsentiert sich prächtig. Das ist so cool anzusehen. Und sie wird heute die Räumlichkeiten hier verlassen. Nein, sie kommt nicht nach draußen. Sie kommt
nach Melody. Melody darf sich jetzt darum kümmern. Sie hat schon zwei Pflanzen, um die sie sich kümmert. Und die macht das wirklich gut. Gut, das mit dem Düngen und so, das reguliere ich natürlich dementsprechend im Gießwasser. Sie fragt immer, ob sie Wasser haben kann zum Gießen, denn sie weiß, dass wir kein Leitungswasser verwenden. Und dann gebe ich ihr das dementsprechend in der Gießkanne und sie kann dann ihre Pflanzen dementsprechend versorgen. Da muss man schon als Erwachsener auch mit das Ganze begleiten und die Kinder nicht alleine lassen damit, ne? Damit sie das auch richtig lernen können. Also, ist eine coole Sache mit der Tagetes hier, dass das so gut läuft. Und dann habe ich jetzt auch ein kleines bisschen mehr Platz wieder. Ja, weiß Bescheid, ne? Es ist halt alles voll. Das Ganze steht hier im Anstau, ich komme gleich, wir essen. Im Vulcatec-Kakteen Premium-Substrat. Funktioniert richtig cool. Jetzt ist hier kein Wasser mehr drin. Das heißt also, jetzt wird hier wieder Wasser reingegossen. Auch hier düngen wir kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Immer mit dem Gießwasser dazu. Hat sich also so gezeigt, dass es richtig cool ist. Ne? Okay, das heißt, ich mache jetzt keine Pause. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt schon, weil sonst wird mir das zu spät alles hier. So, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, und es ist so schön anzusehen, wenn die Kinder tatsächlich mitmachen in dem Sinne, ne? Insbesondere Melody. Also die hat das, sie hat den Vorteil, sie war von klein auf dabei, ne? Als Baby schon. Und wir haben damals sehr viel gemeinsam gemacht und von daher, ja, ist ihr das mehr oder weniger mit in die Wiege gelegt und das finde ich richtig cool. Da macht das als Papa einem richtig stolz. Ja, ist wirklich so, ne? Wenn Kinder tatsächlich so ein bisschen was auch auf dem Weg mitnehmen. Ob das dann später so bleibt, ist natürlich eine ganz andere Frage, ne? Vielleicht wird sie auch Doktor oder Musiker oder Maler oder weiß ja nicht, ne? Das, also wollen wir uns nicht darauf versteifen, dass unser Kind jetzt auch Gärtnerin in dem Sinne wird, ne? Oder vielleicht auch doch, amen. Ne? Es kommt auf die Grundvoraussetzungen an, dass die gegeben sind und dann ist natürlich vieles möglich. Das heißt, ich werde die Pflanze jetzt sofort mit hochnehmen und werde sie ihr gleich geben. Sie freut sich schon drauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du bekommst gleich ein neues Pflänzchen, weil du dich so gut um die Pflanzen kümmerst. Dann hat sie jetzt die dritte Pflanze auf ihrer Fensterbank und dann bekommt diese Pflanze ab Mittag Sonne. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagiert, ne? Dass wir das dann auch im Laufe der Zeit mitnehmen können. Gegebenenfalls, was sich da tut, ich werde es euch zeigen mit der Zeit auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt gerade nicht, weil, wie gesagt, wir wollen jetzt Mittagessen und anschließend mache ich den Film noch in der Bearbeitung fertig. Dann lege ich mich hin, schlaf, ne? as every day. Das ist ganz wichtig für mich, damit ich hier auch ordentlich weitermachen kann. Denn ansonsten, ne, läuft das nicht so. Das ist so, wenn du so eine Krankheit hast, Borreliose, dann kann ich dir nur raten, mach deinen ganzen Tagesablauf so, dass er gestrickt ist im Prinzip. Immer den gleichen Rhythmus, das ist ganz wichtig. Ne? Viel Ruhephasen, viel Schlaf. Ist so, ne? Yippie-yay. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Voraussichtlich hier wieder im Dschungel.